In der Himmelsbäckerei. In der Himmelsbäckerei ist was los. Die Engel backen Zimtsterne, Vanillekipferl, Makronen und Spekulatius. Alle haben vor lauter Eifer ganz rote Bäckchen. Und wie herrlich es in der Himmelsbäckerei duftet. Aber was ist denn das? Von den fertigen Plätzchen, die auf den Backblechen abkühlen sollen, fehlt immer eins. Wer stibitzt hier andauernd Plätzchen? Fragt Engel Michael streng. Ich, sagt eine leise Stimme. Es ist der kleine Engel Seraphim. So werden wir nie fertig, wenn du alles selbst isst, schimpft Engel Michael. In diesem Moment kommt das Christkind herein. Seraphim nascht andauernd, sagt Engel Michael. Backt ihr denn so leckere Sachen? Fragt das Christkind. Seraphim nickt und reibt sich das Bäuchlein. Das ist gut. Dann schmecken die Plätzchen auch den Kindern auf der Erde, sagt das Christkind. Und was machen wir jetzt? Fragt Engel Michael. Gar nichts weiter. Seraphim probiert immer die ersten fertigen Plätzchen und dann wissen wir, ob die Plätzchen gut geworden sind, lacht das Christkind.